Die Addams Family fand ich früher immer klasse und bin immer dran hängen geblieben, wenn sie mal im Fernsehen liefen. Dieser morbide Humor gefiel mir einfach und heute ehrlich gesagt immer noch. Der Stil ist einfach klasse. Das fand natürlich nicht nur ich so und so wurde das Franchise natürlich auch in Videospielform umgesetzt. Was taugt Addams Family für Super Nintendo heute noch? Das Spiel wurde von Ocean entwickelt und natürlich auch 1992 bei uns veröffentlicht. Neben dem Super Nintendo wurden natürlich auch andere Plattformen der Zeit mit einer Portierung versorgt, darunter der Game Boy, NES und der Amiga. Die Story ist natürlich simpel. Ihr spielt Gomez. Der kommt eines Tages nach Hause und muss feststellen, dass noch mehr Monster als üblich im Haus herumlungern und seine Familienangehörigen entführt sind. Also macht ihr euch natürlich auf, um diese zu befreien. Der gute Gomez hat sich bei seiner Befreiungsaktion anscheinend so einiges von dem Klempner Mario abgeschaut. Aber naja, der befreit ja auch immer Personen von Monstern und daher, warum nicht von den Besten lernen? Das Spiel ist also ein klassisches Jump'n'Run. Ihr könnt springen und per Upgrade verschießt ihr keine Feuerbälle, sondern Golfbälle. Das passt auch eher zu der Thematik. Ansonsten hilft euch natürlich wie gewohnt ein beherzter Sprung auf den Kopf oder andere Waffen wie ein Säbel oder ähnliches, wobei ihr die Dinger leider schneller verliert als ihr denkt. Bei einem Treffer kippt ihr jedoch nicht gleich aus den Latschen, da ihr glücklicherweise zwei Herzen habt. Erst wenn die leer sind, verliert ihr dann logischerweise auch ein Leben. Optional könnt ihr die Herzanzahl sogar durch das Besiegen versteckter Bosse erhöhen. Was einzusammeln gibt es natürlich auch. Hier sind es Dollarzeichen und bei 100 Stück bekommt ihr wie gewohnt ein extra Leben und bei 25 heilt ihr euch um ein Herz. Im Spiel erwarten euch 4 Level. Das klingt jetzt erstmal nach sehr, sehr wenig, aber die Abschnitte sind riesig und so habt ihr in diesem Spiel gut etwas zu tun. Außerdem gibt es echt viele verschiedene Gegenden im Anwesen der Familie Addams. Abwechslung wird hier auf jeden Fall geboten. Vor allem, weil ihr auch immer etwas kleinere Rätseleinlagen lösen müsst. Die Spiellänge ist auf jeden Fall mehr als der Durchschnitt der Plattformer Super Nintendo Spiele. Zum Glück müsst ihr auch nicht alles an einem Stück durchspielen, da es ein Passwortsystem gibt. Das könnt ihr natürlich auch für diverse Cheats benutzen. Klingt alles bisher gut, oder? Ein kleines Manko gibt es jedoch. Die Levelgestaltung an sich, die Abschnitte fühlen sich leider immer etwas künstlich gestreckt an und euch begegnen öfter relativ eintönige Passagen, die einfach voll mit Gegnern vollgestopft sind. Das macht dann doch etwas den Eindruck, dass hier einfach künstlich die Spielzeit in die Höhe getrieben wird. Die Grafik sieht echt wunderbar aus. Wer hier eine lieblose Lizenzversoftung erwartet, liegt hier auf jeden Fall falsch. Die Umgebungen sind sehr schön stimmungsvoll gestaltet und die Charaktere sind klasse animiert. Der Sound ist ebenso sehr gut geraten. Er haut jetzt eigentlich komplett vom Hocker, aber erledigt seinen Job angemessen. Was taugt Addams Family für Super Nintendo heute noch? Ich bin positiv überrascht. Ich habe hier eigentlich eine lieblose Lizenzversoftung erwartet. Es erwartet euch jedoch ein grundsolides Spiel, welches auf jeden Fall im oberen Durchschnitt anzusiedeln ist. Für die ganz hohe Einordnung fehlt es etwas am Feinschliff. Aber wer ein soliden Plattformer spielen will, kann hier auf jeden Fall zugreifen. Das war der Test zu Addams Family für die Super Nintendo. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten hören oder sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.